Krass. Ich habe eine mystische Atmosphäre. Hier steht das Auto. Alter Schwede. Viel Spaß an diejenigen, die demnächst die AMG hier abholen werden. Also echt viel Spaß. Es ist Erlebnis pur. Da hat sich Hikaru wieder was einfallen lassen. Unglaublich. Wir könnten ja mal die G-Klasse zusammen auf Road fahren. Genau. Wenn du Bock drauf hast. Ja. Oder? Klar. Okay, machen wir. Dann ist das gesehen. Also G-Klasse Offroad, danke an die Frage. Mega cool. Moin, grüß dich. Hi. Hamid. Patrick. Patrick. Freut mich. Freut mich. So, jetzt sind wir hier und hier holen die Kunden ihre Autos ab, oder? Genau. Der Kunde kommt dann jetzt hierher und er weiß, ich krieg irgendwann mein Fahrzeug. Und er ist die Spannung ist schon hier oben. Klar. Klar. Aber er weiß noch nicht genau, was passiert. Okay. Und wir dachten uns, diese Halle wurde vor 2 Jahren umgebaut. Okay. Wie können wir was Besonderes machen, was es nur in Affalterbach gibt? Okay, verstehe. Deswegen haben wir die Halle reingebaut, natürlich auch die gebrandet. AMG, Aufrecht Melcher und die erste Werkstatt in Großasbach, wo noch auf der Tischtennisplatte an Motoren frisiert wurde. In der Garage, ne? In der Garage, in der alten Mühle. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unglaublich. Aber da fangt ihr schon mal mit dem Bild an, einer meiner Lieblingsautos sofort. Genau, das haben wir auch extra für dich gemacht. Weil wir wissen, wenn du das langjähriger G-Klasse-Kunde bist. Das ist jetzt echt mies. Das ist echt fies, dass sie das gemacht haben. Wir wollen ja dich auch mal in Schweden auf dem Eis driften sehen. Genau. Schön mit Polarlichter, alles passend zum Auto. Ja. So, wie geht's weiter? Genau. Dann gehe ich mit dem Kunden hier rein. Okay. Und wie man hier sieht, oh ja, wie im 5-Sterne-Hotel, we are unboxing a star. Alter Schwede. Also selbst jetzt, also ab jetzt würde schon mein Herz anfangen, weißt du, wenn du Auto verrückt bist, dann, ja, das ist Wahnsinn. Und dann gehen wir hier rein, ja. Espressomaschine natürlich. Also das auch zum Setting. Ich warte seit einiger Zeit auf mein Fahrzeug. Ich freue mich, ich bin Enthusiast von AMG. Ich habe die Motorenfertigung mir angeschaut und all das. Und jetzt komme ich hier rein in den Raum und ich sehe, oh ja, ich habe rotes Licht. Krass. Ich habe eine mystische Atmosphäre. Hier steht das Auto. Und ich habe hier ein Auto stehen. Noch abgedeckt. Und ich weiß noch nicht genau, was passiert. Aber, Alter, um die Spannung hochzuhalten, gehen wir jetzt noch mal hier zurück. Ach so, das machst du aber extra dann, ne? Ja, ich will, die Spannung muss ganz oben sein. Und ich würde dir hier noch mal einen Kaffee anbieten. Ach, nee, wir das will noch ich gar nicht. Letzte Formalitäten, weil ich will dich ja ein bisschen auf die Folter spannen. Ja, genau, genau. Genau. Und wenn wir das dann alles erklärt haben, dann kann man hier noch auch für die AMG Driving Experience, wo man mit der grünen G-Klasse hier draußen lustige Sachen machen kann. Ja. Und wenn du dann völlig nervös bist und kurz davor bist, mich nicht mehr zu mögen, genau. Sage ich dann zu dir, okay, jetzt das komm mal mit. Ja, also da muss ich eine Sache noch sagen. Es ist ja heutzutage, ein Auto zu kaufen, ist eine Sache, aber meistens willst du ja noch dazu entertained werden. Du willst ja, Ziel ist ja, dass die Leute dann nach Hause gehen und sagen, ich habe mir das Auto XY geholt, okay, aber die Auslieferung war so und stellt euch das mal vor. Die Geschichte drumherum, ja, das ist ja das packen muss. Ja, das denken wir halt auch, in Affalterbach muss was ganz Besonderes passieren, was der Kunde nirgends anders überlegt, weil wir haben besondere Kunden, die vertrauen unserem Produkt und dann müssen wir auch was machen, wo ihn und wirklich im Gedächtnis bleibt. Und dann kreuzt er an, dass er das Auto selber abholen möchte, sozusagen. Genau, ne? Okay. Kann dann die Auslieferung in Affalterbach ankreuzen. Ah, verstehe. Genau. So, jetzt mach's nicht so spannend. Licht gut, an. Genau. Dann würde ich dich bitten, einmal mit mir mitzukommen. Okay. Alter, dann, wie oft machst du das am Tag? Ich bin der Projektleiter davon, okay. Ich mach's selber nicht. Okay. Aber wir haben sehr kompetente Werksauslieferer, die das alles mit dir machen. Die hattest du vorher auch schon kennengelernt. So, jetzt. So, jetzt ist der Spannungspeak erreicht, der Kunde steht hier, er weiß, jetzt kommt mein Fahrzeug, aber er weiß es nicht genau, was passiert. Und um diese Details, da werden wir euch 2, 3 Peakshots zeigen, aber wir wollen natürlich nicht alles zeigen, dass es für die Kunden auch noch was Besonderes stimmt. Ist. Stimmt, ja klar. Also jeder, der jetzt demnächst vorhat, sein Auto hier in Affalterbach abzuholen, der schaltet jetzt weg, weil eventuell könnte die Überraschung kaputt machen. Genau. Aber wir zeigen euch nicht alles, bewusst nicht alles, damit ihr immer noch einen Überraschungsfaktor habt.
Ne? Genau. Genau. Alter Schwede, das ist schon... Das ist Experience. Ja. Das ist cool. Und dann hast du hier deinen Schlüssel. Zack. Da hast du es endlich. Yes. Mega. Das ist ja cool. Weißt du, gerade, das ist Erlebnis pur. Das erzählst du auch immer weiter. Ja. Das ist es ja. Genau darum geht es ja. Wir Menschen lieben Geschichten. Wie viele Leute sitzen an solche Ideen und so weiter, in so einem Raum und so weiter? Und das würde mich echt interessieren. Wir arbeiten da mit Partnern zusammen, die diese Idee konzeptionieren. Mhm. Und dann sind wir dabei und sagen, okay, wir wollen das machen. Für AMG finden wir das wichtig. Und dann waren im Hintergrund, glaube ich, 3-4 Leute und ich von AMG-Seite, der das... Okay, verstehe. Genau. Ja. Das muss ja auch erstmal auf die Idee kommen, so einen Raum zu gestalten. Dann die Screens da rein und dann, welchen Film spiele ich ab, muss ja auch gefilmt werden. Ja. Muss ja alles gemacht werden. Genau. Also das sind ja Kostenfaktoren, das ist unglaublich. Ja. Ne? Und wir haben sehr, sehr passionierte und emotionale Kunden. Mhm. Die finden das auch besonders. Wir hatten auch Kunden da. Ein Kunde hat seiner Frau einen Heiratsantrag gemacht, dann kam kein Autoschlüssel, sondern ein Ring hier hoch. Echt jetzt? Und Wahnsinn. Ja, wir haben sehr außergewöhnliche Kunden im positiven Sinne. Hey, warte mal kurz. Wie geht das denn? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Magnetfeld, ja. Ach so. Man kann. Hast du es auch nicht gesehen? Ich find's mega cool. Es ist echt eine fantastische Idee. Und dann geht das Tor auf und dann fährst du da raus, oder was? Genau, dann geht das Tor auf. Aha. Du fährst du raus in unsere sogenannte Fotobooth. Okay. Und ach so, dann ist sie hier. Okay. Genau. Cool. Dann kann der Kunde macht hier nochmal ein schönes Bild mit dem Fahrzeug vor dem AMG-Logo. Genau. Dass er noch mehr coole Erinnerungen hat und immer wieder kommt und ein schönes Fahrzeug kauft. Und ab und zu stehen hier auch mal ein paar außergewöhnliche Fahrzeuge rum, ja, die wir jetzt hier platziert haben. Ich sehe da schon was, aber... Genau. Du bist so nervös, du bist so rot. Ja. Chris, weiß deine nicht, Kamera muss bei uns bleiben. Und hier geht immer eine Lüftung an, wegen Ton. Aber das ist ja mega. Und dann fährst du hier raus. Und das war's, dann bist du, dann ist das alles erledigt. Und dann genießt man sein neues Auto, genau. Und jetzt haben wir alle einen Einblick. Also viel Spaß an diejenigen, die demnächst ihr AMG hier abholen werden. Also so echt viel Spaß, es ist Erlebnis pur. Und es ist jetzt kein Werbevideo oder sonstiges, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Jeder, der autoverrückt ist und hierher kommt und nicht gepackt ist, der ist falsch. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so. Vielen Dank. Sehr gerne, schön, dass du da warst. Danke dir. Jetzt habe ich einen Espresso-Termin mit Michael. Ich glaube, der ist da hinten, ne? Ich gehe einfach hin. Gerade die Straße vor. Genau, komm mit, lass zusammen hingehen. Okay. Jetzt gehen wir zu Michael. Ach, guck mal. Da hat sich Hikaru wieder was einfallen lassen. Unglaublich. Wie geht's dir? Gut. Sehr gut. Auch gut. Mega. Alter Schwede, also was wir hier erleben dürfen, das ist Wahnsinn. Aber bevor wir weitermachen, kennst du die Geschichte, ja? Müssen wir dich erstmal verkabeln. Okay. Also, es ist unglaublich, wie viel Handarbeit tatsächlich hier ist. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Weil es heißt ja immer handcrafted, auch auf den Motoren und so weiter. Und man weiß ja immer jetzt heutzutage, da brauchst du zwei Schrauben selber zu machen, dann heißt es schon so handcrafted. Aber es ist tatsächlich handcrafted. Ja. Unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. So, wir beide kennen uns ja schon ein bisschen. Mhm. Unser Podcast haben wir ja auch schon fertig. Ne? Das war auch cool, war echt eine coole Sache. Und die liebe Caro hat für uns ein Spiel vorbereitet. Okay. Sollen wir da hingehen? Klar, gerne. Komm, mach mal. Und hier ist auch dein Büro irgendwo, oder was? Ja, hier die Straße runter. Die Straße runter? Ja. Aber alles fußläufig und wir sind ja hier doch relativ kompakt. Okay. Und deswegen ist es so, also viele Meetings hier drüben in dem Gebäude sitzt unser Marketing-Team. Mhm. Das heißt, ich mag es dann auch, wenn ich am Tag mehrfach einfach mal hin und her laufen kann und die Termine bei den Teams mache und jetzt nicht nur bei mir im Büro. Ich finde ja auch die Geschichte mega cool, das Haus hier vorne, wo die angefangen haben. Das ist einfach, das packt dich sofort, finde ich. Als mir das erklärt wurde, war so, ich dachte erstmal, ich höre nicht richtig und so, aber dass sie dort gewohnt haben, dann die Frau ihr Friseurladen da drin hatte, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Also hier ist viel Historie und wir haben natürlich noch Mitarbeiter aus der ganzen ersten Zeit dabei. Mhm. Und wir nutzen das auch immer häufig, um dann vielleicht denen, die jetzt neu bei uns an Bord sind,
wirklich mal die DNA der Marke zu erklären. Mhm. Und dann wird einem das wirklich auch als Mitarbeiter, wenn man hier ist, erstmal bewusst, mhm, dass zwar die Autos in aller Welt exportiert werden, aber dass die DNA doch immer noch die gleiche ist, die hier vom Standort in Affalterbach kommt. Ja, ja. Also wenn du jetzt mitten in Kalifornien eine G-Klasse siehst und dann hierher kommst, also dann in Kalifornien oder egal, wo du auf der Welt bist, da denkst du, das ist ja ein Riesenladen, mhm, ist auch riesig, mhm, aber jetzt nicht so, wie man es von anderen Herstellern kennt, wo so eine Riesenhalle ist und so weiter. Es ist alles trotzdem sehr familiär gehalten, ne? Ja. Finde ich persönlich. Ja. Und auch extremst nette Mitarbeiter bisher. Aber jetzt haben wir genug AMG gelobt. Ist ja Sonntag und jetzt ein Spielchen. Jetzt bin ich mal gespannt. Was spielen wir denn überhaupt? ihr kennt euch ja schon ein bisschen, deswegen kriegt ihr ein Hochzeitsspiel sozusagen. Zeig doch mal Caro kurz, damit unsere Zuschauer auch mal kurz Caro sehen. Drei Fragen. Wer sich von euch mehr angesprochen fühlt, hebt die Hand. Oh, das legen wir los. Okay. So, Handzeichen. Wer von euch kann besser Auto fahren? Weißt du was? Das wäre doch mal ein Mega-Challenge. Das wäre doch mal eine Mega-Challenge. Schreibt doch mal in die Kommentare rein. Was wünscht ihr euch? Also Kartfahren wäre ich raus. Da würde ich haushoch verlieren. Da könntest du rückwärts fahren, würdest gegen mich gewinnen. So schlimm? Ja, ganz schlimm. Aber ich glaube, Kart hat keinen Rückwärtsgang, oder? Nein. Ich glaube nicht. Aber bei allen anderen Challenges, ich bin auch nicht der Rennfahrer, aber ich fahre immer sehr bedacht. Und wenn ich sehe, dass ich alles unter Kontrolle habe, fahre ich auch mal schnell. Mhm. Aber ich habe ja immer im Hinterkopf noch meine Kids. Und dementsprechend fahre ich fahre bedacht. Okay. Aber ganz wichtig. Vielleicht können wir das ja im nächsten Jahr auf einem unserer Testtracks mal tatsächlich ausprobieren. Genau. Entweder Onroad oder Offroad. Wir haben ja beides. Wir könnten ja mal die G-Klasse zusammen Offroad fahren. Genau. Wenn du Bock drauf hast. Ja. Oder? Klar. Okay, machen wir. Dann ist das gesehen. Also G-Klasse Offroad, danke an die Frage. Mega cool. Okay, weiter. Wer macht den besseren Espresso? Also, sorry. Sorry, Michael, da muss ich ehrlich sagen, wenn du irgendwann mal in München bist, lade ich dich ein. Wir stellen unsere Kaffeemaschine, unsere Barista-Maschine, mindestens einmal die Woche neu ein. Mhm. Okay? Der ein oder andere mag sein, dass er jetzt sagt, das ist Verschwendung, weil für die Kaffeemaschine einzustellen ist eine Sache, aber die Kaffeemühle muss ja immer wieder justiert werden. Okay. Aber dafür ist es cremig, schön. Und wir haben ja diese kleine Kekse. Okay. Und wenn du die da raufschmeißt, muss es 3 Sekunden dauern, bis es runtergeht. Dann passt die Creme. Wow. So viel Wissenschaft stecke ich morgens in meinen Espresso nicht. Aber ich freue mich auf München. Gerne, gerne. Bis jederzeit mein Gast. Dritte und letzte Frage. Wer von euch steht mehr auf Elektro? Ich glaube ich. Ja. Da lasse ich meine Hand runter. Mag aber wahrscheinlich auch daran liegen, dass ich weiß, was die Elektromobilität Mitte der Dekade können wird. Okay. Und die kleinen Geheimnisse haben wir dir ja noch nicht verraten. Genau. Machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm. Und deswegen bin ich ziemlich beeindruckt und sehr positiv gestimmt, was die Elektromobilität angeht. Da habe ich einen kleinen Wissensvorsprung. Das glaube ich dir. Das haben wir schon letztens drüber gesprochen, wie lange ihr im Voraus schon plant. Das kann ich noch nicht wissen. Ich lasse mich da überraschen. Ich bin immer für alles offen. Und vor allem darf man ja bei Elektromobilität nicht vergessen, es sind die neuen Gesetze und man muss sich dran halten. Und da bin ich mir sicher, dass ihr was Gutes hinbekommt. Ja. Bin ich mir 100% sicher. Ne? AMG, Emotion, Elektro. Definitiv. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen. Ja. Okay, super. Vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß ja immer, wie beschäftigt du bist. Mhm. Und danke, dass wir das auch heute hier erleben dürfen alle. Sehr gern. Echt Wahnsinn. Und ich hoffe, euch hat auch der Beitrag gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao.